Herr Seehofer hat doch aber dagegen aufbegehrt und ist genauso abgestraft worden. Ich glaube nicht, dass er fürs Aufbegehren bestraft wurde, sondern er hat sich aufgemandelt. Erstmal hat extreme Worte gewählt, wie Herrschaft des Unrechts. Er hat einen ehemaligen Verfassungsrichter Udo Di Fabio in die Spur geschickt, ein Gutachten gegen die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin zu erstellen. Hat immer damit gedroht, damit nach Karlsruhe ans Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Hat das alles nicht gemacht und hat dann kurz vor dem Wahlkampf gesagt, also wir sind jetzt wieder gut miteinander, ich habe die Angela wieder lieb und wir machen gemeinsam Wahlkampf. Das hat der Kollege Kohler in der FAZ Schaukelpolitik genannt, in einem Leitartikel von Seehofer. Diese Schaukelpolitik hat dazu geführt. Denn sie können auch diese Position, wie sie Seehofer vertreten hat, aufrecht vertreten, wie Boris Palmer beispielsweise in Tübingen. Und dann halten sie die AfD auch klein, wie beispielsweise in Tübingen. Aber erst sich aufzumandeln, wie man in Bayern sagt, und dann wieder unter die Fittiche zu kriechen, das wird halt bestraft.